Hallo, meine Freunde. Willkommen zurück hier in Zweibrücken. Ich habe gestern Abend noch, bevor ich hier zu Bett gegangen bin, nochmal fix, als ich aus Lesnica zurückkam, nochmal fix 10 Messer gebaut. Aber wir haben, uns ist ja, oder wie soll ich das jetzt sagen, schmerzlichst aufgefallen, dass wir noch eine Quest von der Ildefonsa haben. Wir müssen 5 Möbelstücke hier in unserem Dorf platzieren. Also, werde ich mal sehen, was wir hier alles so platzieren können, damit wir diesen Quest erfüllen. Hornika, ich sag das mal so, Hornika kann warten, dass wir mit der Christelle reden. Das können wir auch noch im Frühling machen. Das ist Story-Quest, da haben wir noch 15 Jahre Zeit dazu. So, jetzt schauen wir mal. Wir holen uns erst einmal was zu essen aus unserem Lager. Und zwar Kohlsuppe haben sie, Eintöpfe, haben sie auch noch Eintöpfe? Schon. Eintopf, 18 Stück, na wunderbar. Wunderbar. Kohlsuppen haben wir auch. Da nehmen wir uns mal eine Kohlsuppe mit und noch eine Kohlsuppe mit. Alles klar, so. Und da futtern wir erst einmal so eine Kohlsuppe. F. Haben wir noch was dabei? Das Roggenbrot. Das hat Zustand 47,5. Das bringt aber viel, glaube ich. Egal, wir essen es, das sind wir satt. Gut. Wir haben auch die Pflaumenbaumsetzlinge. Die wollten wir ja bei uns vors Haus pflanzen. Und das machen wir jetzt auch gleich. Ich habe nämlich gesehen, dass... Jetzt verlaufe ich mich ja noch. Dass einer von unseren Feldarbeitern die Felder hergerichtet hat. Hier, bitte, hier können wir jetzt einen Setzling hersetzen. Brauchen wir da einen Beutel für den, ich glaube, oder? Ja, da brauchen wir einen Beutel. Haben wir noch Leder einstecken, könnten wir uns einen machen. Nö. Na, da holen wir uns doch mal fix noch einen Beutel. Und da überlegen wir uns auch gleich, was wir noch so an Möbelstücken hier im Dorf platzieren. Ich weiß nicht, ob da auch Bänke dazu gehören. Vor die Häuser könnte man ja Bänke setzen. Wir nehmen uns mal hier, wir haben doch welche gemacht, solche Beutel. Einfache Säckchen, hier. Nehmen wir mal eins mit. So, und da pflanzen wir vor unser Haus mal ein paar Pflaumenbäume. So, den Sack, den nehmen wir mal auf. Halt, erstmal hier. Einen der Rekufbögen auf der 1. Genau, und den anderen tue ich nachher rein in meine Truhe. So, jetzt nehmen wir unser Säckchen. Das legen wir uns auf die 3. Sorry. So, und da können wir... Na komm, nimm die 3. So, und jetzt... So, da können wir hier... Plantage. Pflaumenbaumsetzling. Haben wir 2 Stück. Wo hat er den jetzt hingehauen? Geht das jetzt nicht? Jetzt haben wir einen Pflaumenbaum. Alles klar, wir waren zu weit weg. Das muss genau mittig. So, da setzen wir jetzt hier noch einen hin. Ich hoffe, dass das gleich klappt. Halt irgendwie nicht so richtig hin. Na, noch einmal, komm. Mein Freund, jetzt haben wir ihn hin. So, jetzt haben wir 2 Pflaumenbäume gepflanzt. So, und jetzt schauen wir mal, was wir an Möbelstücken bauen können. Möbel, Fallen, Dekoration. So. Blumentöpfe. Die müssen wir erst wieder freischalten. Was ist das? Aus Holz. 750. Das ist
Ich habe es ja gesagt, dass in jedem, dass wir am Anfang Geld verdienen müssen ohne Ende. So, was kostet so ein Tisch? Haben wir den schon? Den müssen wir auch freischalten. Aber solche Bänke, Sitzgelegenheiten, die haben wir doch schon freigeschalten, oder? Hier brauchen wir 2 Holzstämme. Wir werden uns mal zur Kontrolle. Halt, wir haben Fertigkeiten. Was haben wir denn da? Ach, Diplomatie, alles klar. 2-mal haben wir Diplomatie. Gucke, Diplomat. Das können wir mal aktivieren, jawohl. Und das andere auch, nochmal Diplomat. Romeo brauchen wir nicht, wir sind ja schon verheiratet. Und Fremdgehen gibt's nicht. Dass wir hier uns noch eine Geliebte anschaffen. Nee, nee. So, jetzt holen wir uns mal... Ach so, wir wollten ja diesen... Sorry. Tagebuch, hier müssen wir hin. Heimwerkerhimmel, den tun wir uns mal... Verfällt nach dieser Jahreszeit. Platziere Möbel. Gut. Den tun wir uns jetzt mal aktivieren. Da wissen wir, ob was zählt für unsere... Für unseren Quest. Wir holen jetzt mal ein paar Baumstämme und setzen mal vor unser Wohnhaus mal in eine Bank. So, da brauchen wir 2 Baumstämme. Da wissen wir ja schon, ob das zählt. Und da wäre der Quest ja relativ schnell erledigt, wenn wir da noch 3 Bänke bauen. 2 braucht man, glaube ich. So, wir nehmen mal 2 Holzstämme mit. Hier haben wir einen Bottich. Daneben setzen wir jetzt hier mal eine Bank. Da könnte sich nachher wieder der Dorfbewohner draufsetzen, anstatt der Rasimir und seine Frau. So, Kuh. Sitzgelegenheiten. Diese Bank. Ja, zählt. Platzierte Möbel 2. Da haut's doch hin. Da holen wir. Jetzt machen wir es uns ganz einfach. Da haben wir diesen Quest ja dann mal erledigt. Holen wir uns mal 6 Baumstämme. Und setzen vor die Häuser mal paar Bänke. Die hätten wir das dann auch schon mal erfüllt. Da können wir uns dann heute im Laufe des Tages noch um etwas anderes kümmern. Da können wir noch paar. Messer bauen und die wir dann geht's dann wirklich morgen nach Hornika und da können wir die Messer noch verkaufen. So, 6 Holzstämme bestätigen. So, da ist ja hier schon die ersten 2 Wohnhäuser, wo wir was davor setzen können. Na bitte. So. Setzen wir mal auf diese Seite hier. Kuh. Möbel. Sitze. Halt, zurück, es waren Tische. Sitzgelegenheiten. Und den setzen wir hierher. Schön. Und 3 haben wir erledigt. Und da gehen wir gleich hinüber. Da setzen wir hier drüben auch noch 1 hin. Perfekt. So, da brauchen wir jetzt erstmal kein Geld ausgeben. Und hier setzen wir auch noch eins hin. Genau. Kuh. Machen wir es uns zwar ein bisschen einfach, aber man kann es sich ja auch mal einfach machen. Man muss es ja nicht nur kompliziert machen. Nicht schwerer als unbedingt notwendig. So. Ah, setzen wir das noch hierher. 5 von 5. Sprich mit Ildefonsa, na bitte. Mal sehen, was sie jetzt noch hat. Nicht, dass sie jetzt noch andere Flausen im Kopf hat. Na, wo ist mein Weib? Ah, hier ist er.
Hallo Ildefonsa, ich bin fertig. Du hattest recht, unsere Siedlung sieht jetzt wirklich viel einladender aus. Aber sicher, ich habe immer noch recht, oder? Wie damals, als du diese Idee mit der Taubenpost hattest. Hey, die Idee ist großartig. Die Welt ist nur noch nicht bereit dafür. Schatz, ich liebe dich, aber ich fürchte, diesen Moment werden wir nicht erleben. Du wirst schon sehen, ich schwöre. Man kann diesen kleinen Biestern das Sprechen beibringen. Sicher, Schatz. Ich bin dann mal weg. Tschüss. Dann höchstens vielleicht eine Papageienpost, aber nicht eine Taubenpost. Alles klar. So, das hätten wir jetzt mal erledigt. So. Das sieht doch schon mal sehr gesund aus. So, da können wir uns erstmal um noch ein paar Steine sammeln. Das machen wir jetzt auch. Halt, Kumpel, könntest du mal den Beutel wieder wegtun, mein Freund, oder? Den brauchen wir nicht mehr. Den Beutel, den räumen wir raus. Den tun wir entsockeln. Wo ist er? Hier. F, entsockeln, alles klar. So, wir sammeln jetzt erstmal noch Steine hier. Und bauen noch ein paar Messer. So, da schauen wir mal, was wir noch so machen können hier. Steckchen sammeln, naja, das ist jetzt keine schöne Arbeit, aber die müssen wir ja machen, wenn wir Knete verdienen wollen. Wir müssen Geld verdienen. Das wisst ihr ja, alles kostet Geld. Jeder kleinste Bauplan, den wir uns zulegen wollen, jedes kleinste Rezept, die wir in der Küche verwenden wollen, kostet Geld. Also bleibt uns nichts weiter übrig, als diese Arbeit zu machen und Steine und Stöckchen zu sammeln. Im Moment die erste große Ernte mit Flachs, die kommt im nächsten Jahr, dass wir Leinensamen verkaufen können. Solange müssen wir hier, wir können auch mal gucken, was unsere Jäger schon wieder an Leder angeschleppt haben. Oder wir gehen noch mal selber auf die Jagd. Wir haben ja auch Pfeil und Bogen. Da können wir nämlich auch noch ein bisschen Leder uns sammeln und können noch ein paar Säckchen machen. Die bringen ja eigentlich auch ganz gut Geld. Das waren 25 war das, glaube ich, jetzt, wenn ich mich recht entsinne. Oh ja, 10 Säckchen sind schon mal 250 Geld. 40 ist ein Tausender. So, aber naja gut. Wir müssen halt das. So eine unliebsame Arbeit müssen wir machen. So, wir haben schon wieder einen Haufen Steine. Die können wir nicht nehmen. Und die Stöckchen, wie viel haben wir schon wieder? 24. Wir schauen doch gleich nochmal in unserer Materiallager, ob die Kollegen was gesammelt haben. Ich frage mich bloß, wo die... Wir müssen mal schauen, was macht denn eigentlich unsere Schmiede? Denn ich habe nochmal nachgeguckt, habe mich nochmal die Abkürzung D, also Nora, die da steht, das ist wirklich pro Tag. A ist pro Jahr. Pro Tag, pro Woche gibt es keinen. Und ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber jedenfalls, da habe ich nochmal geguckt, habe nochmal Tante Google gefragt. D, also wie Dora, ist wirklich pro Tag. So, da gucken wir mal rein in die Gewinnung nochmal. In den Holzschuppen. Und wenn dann hier steht... Brennholz 27,15 hier oben pro Tag. 1D pro einen Tag. 7D, da würde dann stehen, 7D, das habe ich auch gelesen, das heißt dann pro Woche. Weil für die Woche gibt es wohl keine so eine Abkürzung. Also ist mir noch keine untergekommen und Google weiß auch keine. Also Stöckchen, 58,17 Stöckchen pro Tag.
So, da wollen wir mal gucken. Unsere Produktion. Wer hat die ganzen Steckchen verbraucht? Der Küche nicht in der Nähe reinigt, dann höchstens in der Schmiede. Dass wir hier irgendwas machen mit Steckchen. Und dann machen wir natürlich Holzhammer, machen wir Holzschaufeln. Ich glaube, das können wir mal reduzieren. Holz hacken, Steinspitz hacken, Steinäxte und Steinmesser. Da müssen wir mal gucken. Und was macht unsere Werkstatt? Die machen doch, glaube ich, was machen die denn? Na, gucken. Eimer, die brauchen Bretter. Holzschalen, Holzteller. Gut, da machen die, da brauchen sie keine Äste, keine Steckchen. So, da schauen wir nochmal in unser Materiallager, was wir so an Äxten und an. Denn wir brauchen mal ein paar Steckchen. Wir müssen mal sehen, dass wir zu ein paar Steckchen kommen. So, wir haben drin. Dinger, super. Wir haben 77 Dinger. Einmal haben wir Fackeln. Produzieren die auch noch Fackeln? 17 Stück, die können wir jetzt langsam mal einstellen, denke ich mir. Eisenschaufeln. Haben wir eine. Das schauen wir mal. Holzhacken haben wir jetzt zurzeit 6. Holzhämmer haben wir 11. Das können wir noch ein Stück laufen lassen. Aber Holzschaufeln, die können wir erstmal einstellen. Die brauchen wir nicht mehr. So viel Schaufeln brauchen die nicht. Leder haben wir 21. So, Stein, Stein, Axt haben wir 10. Steinmesser nur 1. Na gut, das sind dann eine Steinspitzhacke, alles klar. Steckchen haben wir 17 zurzeit. Gut, wir, was wollten wir einstellen? Die Holzschaufeln. Da schauen wir nochmal rein hier in unsere Verwaltung. In der Häuseln, in der Werk, in der Schmiede. F. Holzschaufeln, das wird eingestellt. So, das. Holzhämmer können wir zurzeit auch erstmal ein Stückchen runtergehen. Gehen wir mal auf 6%, das ist ein halber pro Tag, also in der Woche 3 Hämmer, das müsste reichen. So, Holzschaufeln machen wir keine mehr. Holzhacken, Holzsteinspitzhacken, Steinäxte. Da gehen wir auf 1,06 Steinmesser. Da gehen wir mal ein bisschen höher. Da auf 2. Was haben wir jetzt? Haben wir noch 12% über. 12% haben wir noch über. Steinpfeile. Brauchen wir nicht. Ich glaube, da investieren wir lieber die 12%. Ja, da gehen wir hier bei den Steinäxten wieder hoch auf 20%. Und die restlichen 5% packen wir jetzt in die Steinmesser rein. Genau, da sind wir jetzt zu Holzhammer. Gehen wir runter auf 5%. Oder lassen wir oben. Lassen wir oben. Gut. Haben wir das erst einmal erledigt. So, wir brauchen so, Steine haben wir. Jetzt brauchen wir noch Stöckchen. So, schauen wir mal. Hier ist doch... Irgendjemand hat jetzt hier genießt. Wer hat denn, wer ist denn jetzt hier krank? Ach, der Kollege hier hinten. Oder haben die Schweine genießt? Die Schweine sind krank. So, Steine haben wir jetzt 23, 24. Da suchen wir uns mal, ich denke mal, 40 Steine erst einmal zusammen hier. Oh ja, liegen ja genug. Das muss ja relativ schnell gehen. Da kommen wir dem hier von, wo wir Steckchen abrupfen können, immer näher. Dem Gebiet.
40. So, jetzt nehmen wir erstmal. Na, die Steine können wir auch noch mitnehmen. Ja, so. Was haben wir denn? Ein Stöckchen. Oh, hier liegen ja wirklich. Auch hier noch ein Stüppen, den können wir auch noch rausbuddeln. Da hätten wir sogar noch 36 Stöckchen haben wir jetzt. Wir laufen mal hier vor. Das ist nämlich einfacher, die Dinger abzurupfen, ja. Als sich zu bücken. Und das, naja gut, ab und zu nehmen wir schon mal einen mit, aber das geht nämlich auch schneller. Da hast du nämlich bei einmal zugreifen, hast du so zwei, drei Stöckchen gleich. Der da haben wir nämlich schon 51, 55, das geht etwas schneller. So, und da machen wir jetzt auch mal immer hier uns richtig vollgeknallt haben, dass wir nicht mehr laufen können. Bauen wir gleich mal ein paar schöne Messer. Hier ist noch ein Stöckchen, das rupfen wir auch noch ab. Hier das rupfen. Na komm, gib das Ding her. So, gut. Jetzt bauen wir gleich mal einen Schwung Messer. Ja, 15 Stück. Na bitte. Da haben wir ja schon 25 Messer. Und ein Schluck Käffchen drin. So, und da suchen wir uns jetzt hier vorne ist ja noch so ein Stöckchen Eldorado. Was blickst du da drüben Rümel rum? Du wirst gleich abgeschossen, Freund. Wir müssen auch wieder auf die Jagd gehen. Wir brauchen ja auch Jagdpunkte. Das sind auch Stückchen hier, die Zweige. Noch etwas hin. Ich wollte gerade sagen, hier können wir doch abschießen, aber das ist unser Jäger, der unterwegs ist. Alles klar. Ich wollte ihn jetzt schön einen Pfeil auf den richten. Ja, zum Glück kann man die nicht erschießen. Manchmal ist es auch zum Nachteil, wenn sie nicht machen, was sie sollen. Da kennt es zu erschießen. So. Ich glaube, jetzt kommen wir langsam hier drüben in Wolfsgebiet. Wenn wir über den Weg sind, genau. Wir haben schon wieder 55. Wir brauchen was, haben wir noch was zu trinken dabei. Ich hoffe mal. Trink. Da ist noch was drin. Alles klar. Ein Schluck und noch ein Schluck, alles klar. Dann haben wir uns noch die Kohlsuppe rein. Na bitte, haben wir doch schon wieder. Sind wir doch schon wieder satt. Sieht es aber aus. So, jetzt suchen wir uns mal noch, dass wir auf 100 Stöckchen kommen. Da können wir nämlich noch mal 20 Messer machen. Aber da werden wir noch ein paar Steine brauchen. Für 20 Messer, wir haben glaube ich bloß noch 10 Steine. Ne, 14 haben wir, alles klar. Für 20 Messer brauchen wir 40 Steine. Und 100 Stöckchen. Und da hätten wir nachher 25, 45 Messer, die wir verkaufen könnten. Und das klingt dann schon mal nicht schlecht. Das füllt nachher wieder mal ein kleines Loch im Portemonnaie. So, wir haben jetzt 95, gut. 97.
Steine haben wir jetzt 19. Wären wir schon überlastet? Ne. So, jetzt suchen wir vornehmlich Steine. Ja, hier drüben, in Nähe des Ufers, da findet des Flusses, findest du die meisten Steine. Du trägst zu viel. Naja, gut, aber die 17, die muss er jetzt noch mitnehmen. Nützt nichts. Muss er die Knie mal ein bisschen durchdrücken. Nochmal 40. Sieht so aus. Brauchen wir noch N? Eine gerade Zahl. Q. Bauen wir noch mal Messer. RE 23. Na bitte. Wir sind nicht mit den Messern überlastet. Da gucken wir mal, wie viel haben wir denn überhaupt drin? 43 für 65 Kilo. Da kann man ja noch mal, da kann man ja noch mal was sammeln hier. Je mehr wir haben, je mehr können wir verkaufen. Ich habe ja schon mal gesagt, in meinem anderen Spiel, was leider verschwunden ist bei Steam, meine Speicherstände alle weg sind, in dem Dorf am See, da habe ich den vierten Tag der Jahreszeit, den ich eingeplant habe, ausschließlich zum Geldverdienen am Anfang verwendet. Da habe ich dann wirklich nur Steine gesammelt und Messer gebaut, Äxte gebaut. Denn irgendwie muss man ja zu Geld kommen. Mit den bisschen Samen und Produkten, die wir zurzeit produzieren, da haben wir null Chance. Da wird das noch nichts so richtig. So, wie viel Steckchen haben wir? Werden wir gleich sehen. 38. So, wenn wir jetzt nochmal auf 50 Steckchen kommen, da können wir nochmal 10 Messer bauen. Wie viel Steine haben wir? 12. Steine haben wir schon wieder. 20 brauchen wir. Steckchen haben wir 46. Haut hin. Dann holen wir uns, machen wir uns nochmal 10 Messer. Und dann, wir wollen ja auch jetzt nicht übertreiben heute. Es ist so schon nicht die schönste Folge mit Steine sammeln und Messer bauen. So, wir haben jetzt 51 Steckchen. Und 20 Steine. Perfekt. Und da bauen wir jetzt nochmal ein paar Messer. Und die werden wir dann in der nächsten Folge, dann geht es auch wirklich nach Hornika. Da holen, da chartern wir einen Fuhrmann. Nochmal 10 Messer.
und fahren hoch nach Hornika. So, wir sind nicht überladen. Wir haben jetzt, schauen wir mal rein, wir müssten jetzt über 40 Messer haben. Oh ja, 57 Messer. Und da hat er wieder noch eins gesockelt, was er nicht sockeln soll. Entsockeln, da haben wir 58 Messer. Das klingt doch schon mal ganz gut. Und wie viel kriegt man für ein Messer? Ich glaube auch 25 oder 30. Werden wir sehen. So, jetzt gehen wir nach Hause. Es ist nämlich bestimmt schon wieder, es ist gleich Feierabend. Genau, meine Leute, die sitzen gleich schon wieder am Feuer. So, jetzt schaue ich aber noch mal, was brauchen, da können wir doch hier gucken, was brauchen wir für unseren Zaun? Alt, können wir doch hier machen. Was brauchen wir für den Zaun? Ach, steht ja nicht, alles klar. Lattenzaun, ich denke mir, da brauchen wir Bretter, denke ich mir. Haben wir einen Holzhammer noch dabei? Einen Bauhammer. Den haben wir hier, den haben wir drauf, der 2. Da schauen wir gleich mal, was wir für unseren Lattenzaun brauchen. Da können wir nämlich schon mal ein bisschen, also ich zumindest, 4 Bretter brauchen wir für ein so ein Feld. Gut, alles klar, meine Freunde. Ich hole mir jetzt mal noch ein paar Bretter. Und fang mal an, den Zaun ein bisschen zu bauen. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Da geht es dann wirklich hoch nach Hornika. Da reden wir mit der Christelle. Das wird auch nochmal so eine Laberfolge, wo wir rumlabern müssen. Aber da müssen wir halt durch. Bretter haben wir 74. Wir können noch mitschleppen. Na, dann nehmen wir mal 20 Bretter. Mindestens. 48, 58, 68, 920 Bretter erst einmal. Genau, und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Ich baue schon mal 5 Zaunsfelder. Bin leicht überladen. So, alles klar, meine Freunde. Ich sage dann schon mal Tschüss, bis zur nächsten Folge. Da geht's auf nach Hornika.